Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Pius Schmidli, Schweizer in Thailand. Ich fahre hier der Chomtien Beach entlang, genauer gesagt dem südlichen Teil der Chomtien Beach, welche neu aufgeschüttet worden ist und in den letzten Tagen in die Schlagzeilen geraten ist, weil hier am Abend der ganze Verkehr immer in Stocken geraten ist, wegen den ganzen Strandverkäufen, die sich hier auf einer Strecke von rund 1,5 Kilometern niedergelassen haben. Und der ganze Strand war voller Leute, die den Abend genossen haben, das Essen von den Strand oder von den Verkäufern an der Straße. Die Stadt hat dem Ganzen nun einen Riegel geschoben. Es wurde ein Verkaufsverbot für den Strandabschnitt verhängt. Sie waren sich aber nicht ganz so einig, weil ein Teil des Strandes zu Sattahip gehört und der andere Teil zu Pattaya. Sie haben dann gestern nun mal Abschrankungen aufgestellt, quer dem Strand entlang, ins Wasser rein, um zu sehen, welcher Strandabschnitt zu Pattaya gehört und welcher zu Sattahip. Und man hat dann gesehen, der größte Teil gehörte eigentlich zu Sattahip. Hier ein Bild von einem Bekannten. Man sieht es leider nicht so gut. Der ganze Strand ist voller Sitzgelegenheiten. Man sieht auch die ganzen Verkaufswagen an der Straße entlang. Also jeden Abend war da Party. Hier die Abschrankung, die gestern aufgestellt war. Und so sieht es heute aus mit einem großen Plakat, mit kleinen Plakaten und auch wieder Abschrankungen, dass man den Strand nicht betreten soll. Was aber die ganzen Zelte, die da all paar hundert Meter aufgestellt sind, soll, das kann ich noch nicht sagen, aber das werden wir sicher auch bald erfahren. Da hinten sieht man auch wieder so ein Zelt aufgestellt. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Tschüss, tschüss.